Endlich wieder Zeit für ein leichteres Leben. Ein herzliches Hallo nach Hause. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich heute besonders über den Besuch von diesem jungen Mann neben mir. Wolfgang Görgens ist zu uns gekommen. Und er ist, ja, man kann schon sagen, der Daniel Düsentrieb für Menschen, denen es nicht ganz so gut geht. Und jetzt gehen wir in diese kalte Jahreszeit. Und da gibt es Menschen, die leben auf der Straße. Und was das mit Daniel Düsentrieb zu tun hat, darüber werden wir uns heute noch unterhalten. Denn es geht um Less Home. Und vielleicht macht das schon ein bisschen Klick bei Ihnen zu Hause. Das ist natürlich nicht das Einzige, was wir in der nächsten Stunde mit Ihnen vorhaben. Es geht um Astrologie und es geht um Astrid Obersteiner, denn die möchte uns heute mit Hilfe der Astrologie mal zeigen, wie wir das Leben selber in die Hand nehmen können und wo uns die Astrologie tatsächlich sehr, sehr gut unterstützen wird. Außerdem gleich bei uns Lydia Erhardt. Gerade eben war sie ja noch bei Astro TV für Sie zu sehen. Gleich wird sie bei uns im Studio sein und da geht es auch um die dunkle Jahreszeit, die wir uns ein bisschen schöner machen können. Und da helfen uns natürlich auch die ein oder anderen Rituale, welche wir jetzt zu Weihnachten durchführen können. Das wird uns Lydia gleich erzählen. Jetzt aber erstmal Wolfgang, ich freue mich ja immer, wenn wir Gäste begrüßen, von denen ich davor noch nichts gehört habe oder gar nicht weiß, dass es die gibt. Also zumindest nicht weiß, dass es die Arbeit von euch gibt. Und du hast etwas mitgebracht, das gucken wir uns gleich auch noch genauer an. Ja, man kann schon sagen, es ist eine kleine Wohnung. Es ist im Prinzip eine komplette Wohnung, absichtlich klein gebaut. Das ist also sozusagen eine Notunterkunft für Obdachlose. Da ist jetzt ein gutes Jahr Entwicklung reingeflossen, um mal sich vorstellen zu können, was braucht eigentlich ein Mensch, der auf der Straße lebt, nicht um komfortabel zu leben, sondern um aus dieser Obdachlosigkeit wieder herauszukommen. Darum geht es mir in erster Linie. Das heißt, es soll nicht nur ein Zufluchtsort oder ein Zuhause sein, sondern es soll eine Stabilität wieder ins Leben bringen, zu sagen, ja, es ist schon ganz gut, eigene vier Wände zu haben. Es gibt viele Projekte, die dafür sorgen, dass man mal eine Übernachtung hat, dass man einen Schlafsack bekommt oder so etwas. Aber das ist ja keine Perspektive, um von der Straße wieder wegzukommen. Mein Ansatz war, eine komplette Wohnung auf kleinstem Raum zu schaffen, die der Obdachlose sogar mitnehmen kann, also seinen Handwagen, den kann er hinter sich herziehen, wo er alles findet, was ein normaler Mensch einfach als selbstverständlich betrachtet. Vom Schlafzimmer über Küche, über eine Waschmaschine, über ein TV, ein kleines Office, also wirklich alles, was man eigentlich braucht, um eine normale Infrastruktur zu haben, um auch eine Bewerbung zu schreiben, um mal Post zu empfangen, um sich mal zu informieren, um Körperhygiene zu machen. Alles auf 2 Quadratmeter. Und der Ansatz war, irgendwo müssen die Dinger ja stehen. Der Ansatz ist, ich möchte, dass der wieder wie ein Nachbar aufgenommen wird in der Gesellschaft. Dass man also nicht auf ein Matratzenlager guckt, sondern dass da ein Wägelchen steht, wo man weiß, da lebt ein Mensch drin, wo man auch mal anklopfen kann, wo man auch mal etwas abgeben kann. Es gibt Wunschzettel, die an diesem Less Home angebracht sind, wo der Obdachlose auch hinterlassen kann, was er zum Beispiel braucht, um zu heizen. Das ist ein gutes Beispiel. Wir gucken uns natürlich die kleinen Häuser auch noch mal ganz genau an. Jetzt ist es in einer Stadt wie Berlin natürlich so, dass Obdachlose oder dass es Obdachlosigkeit gibt. Ja. Die ist nicht zu übersehen. Wir haben natürlich viele, viele Anlaufstellen, auch in Berlin, für Menschen, die auf der Straße leben. Viele wollen aber gar nicht zu diesen Anlaufstellen. Viele wollen gar kein Zuhause haben. Also, ich glaube schon, dass sie ein Zuhause haben wollen, aber die wollen mit Sicherheit nicht in einem Schlafsaal mit 20 anderen Obdachlosen verbringen. Die haben ja alles dabei, was ihnen gehört. Ihr ganzes Hab und Gut haben die in einem Einkaufswägelchen oder in ein paar Plastiktüten dabei. Die haben ja nicht die Möglichkeit, irgendwo mal etwas abzustellen, mal entspannt irgendwo hinzugehen, ohne ständig Obacht zu geben, wo sind meine Sachen, sind die gleich noch da. Die brauchen ein bisschen Eigentum, ein bisschen Freizügigkeit, einfach mal etwas abschließen zu können, zu sagen, meine Sachen sind da und ich kann mich jetzt mal bewegen, zum Beispiel zu einer Behörde. Wie viele Obdachlose, weißt du gewisse Zahlen, wenn du dich damit ja schon so ein bisschen auseinandersetzt, also, gibt es in Berlin? Es gibt widersprüchliche Zahlen, aber die Zahlen, egal wo sie herkommen, sind erschreckend. Ich habe vor kurzem etwas gelesen, dass wir uns langsam auf 1,2 Millionen in Deutschland bewegen, das wäre horrend viel. Ich habe etwas mal gelesen von 30.000 in Berlin. Aber wenn man offenen Auges durch die Stadt geht, sieht man, es nimmt zu. Es wird auf jeden Fall, werden es deutlich mehr. Also man kann ja keine Straße mehr lang gehen, an keiner Brücke vorbeigehen, wo nicht irgendein Matratzenlager liegt. Und dann nicht mal nur in Berlin, sondern überall. Deutschlandweit überall. Natürlich, ja. Weltweit natürlich. Das heißt, es ist jetzt ein Projekt, das in Berlin starten soll. Ja. Warum ausgerechnet Berlin und kriegst du da auch Unterstützung von Seiten des Staats? Weil du nimmst ja staatlichen Raum dann wahrscheinlich auch ein, wenn da kleine Häuser plötzlich aufgestellt werden. Also das ist eigentlich gar nicht meine Absicht, irgendwie den Staat oder jemanden in Anspruch zu nehmen. Wir haben es in Berlin gestartet.
gestartet, weil ich die Teile selber baue hier in Berlin. Es gibt auch schon Anfragen aus anderen Städten, aus Essen zum Beispiel, so etwas aufzustellen. Es gibt ja auch ähnliche Projekte, die mit kleinen Häuschen auf Paletten und allem Möglichen schon rumexperimentieren. Mein Ansatz ist, jeder Mensch hat auch eine gewisse Freizügigkeit zu entscheiden, wo er eigentlich lebt. Man kann nicht sagen, bloß weil du obdachlos bist, musst du jetzt in eine Datscha-Siedlung oder irgendwo, wo gerade ein Raum ist, um deine Hütte hinzustellen. Mir war wichtig, dass das wie ein kleiner Wohnwagen ist, den er einfach hinter sich herziehen kann und selber entscheiden kann, wo er eigentlich leben will. Vielleicht hat er Kontakte in dem Kiez. Vielleicht gibt es da ein Quartier, wo er Flaschen sammelt. Vielleicht hat er da persönliche Kontakte. Also mir ist wichtig, dass der selber entscheiden kann, wo er eigentlich leben will. Das heißt, ich darf mit diesem Container dann mich durch Berlin bewegen, ohne dass das Ordnungsamt dann kommt? Oder gibt es da schon auch irgendwelche Diskussionen? Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben vorher, also ich habe sehr lange recherchiert, verschiedene Varianten ausprobiert, nachgedacht über Anhänger, über einen richtigen Wohnwagen, über Fahrräder mit einer Wohnkabine drauf. Wir haben über alles Mögliche nachgedacht und sind schließlich nach der aktuellen Gesetzeslage auf den Trichter gekommen. Das einzige Praktikable ist ein Handwagen. Ein Handwagen ist nach Straßenverkehrszulassungsordnung ein Wagen, der ohne Motor gezogen werden kann. Der darf ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen. Der darf wie ein Kinderwagen oder ein Hubwagen oder ein Fahrrad einfach irgendwo hingestellt werden. Und wir gehen davon aus, dass das für diese Wagen auch gilt. Und man muss sich ja natürlich auch fragen, was wäre mir lieber an der Stelle, eine Matratze mit einem Einkaufswägelchen und ein paar Einkaufstüten oder ein solches Wägelchen, was wirklich noch eine gewisse Optik hat, die in das Stadtbild reinpasst. Es gibt tausende von Fragen. Also auch über die Optik hast du nachgedacht, auch über die Finanzierung hast du nachgedacht, darüber reden wir auch gleich. Aber wer bekommt denn diese Wagen? Bei 30.000 Obdachlosen in Berlin wird dann irgendwie das Glückslos entscheiden? Kann man sich darum bewerben? Also wie soll das Ganze funktionieren? Im Endeffekt konzentriere ich mich also wirklich auf die Herstellung und die Finanzierung und den Bau dieser Teile. Ich habe schon Kontakt aufgenommen zu einzelnen Stellen, zum Beispiel der Organisation, die Obdachlosenzeitung hier in Berlin rausgibt. Die haben die Kontakte, da kommen Leute hin, die diese Zeitung verkaufen, dass wir das die auch wieder zurück ins Leben finden wollen. Genau, da kann man natürlich schon im Prinzip Werbung dafür machen, dass die Leute sich dort an diese Organisation wenden und sagen, ja, ich hätte gerne ein solches Exemplar. Natürlich können wir nicht jetzt 30.000 von diesen Teilen hier aufstellen, aber das, was in unserer Macht steht, wollen wir machen. Ich möchte auf jeden Fall vor dem Wintereinbruch noch 5 von diesen Häusern außer dem Prototyp jetzt auf die Straße bekommen. Und dann sollen diese Leute, die ganz nah an diesen Obdachlosen dran sind, durch halt Straßen, Zeitungsverkauf und so weiter, im Prinzip die Kontakte herstellen. Finanzierung, ganz großes Thema, kann man dich unterstützen. Reden wir auch später noch drüber. Wie kommst du aber selber auf die Idee, auch wirklich sowas ins Leben zu rufen, also diesen sozialen Touch weiterzugeben und zu sagen, ich möchte? Also ich bin ein Mensch, der kann nicht an Problemen vorbeigehen, wenn ihm sofort eine spontane Lösung dafür einfällt. Und wenn man durch Berlin geht, sieht man, wo die Probleme sind. Und ich mache mir dann sofort Gedanken, sagen, was fehlt da eigentlich, was muss da eigentlich passieren? Das habe ich in meinem Leben immer so gehandhabt. Ich bin Autodidakt. Ich fange immer sofort an nachzudenken, wie könnte man das vereinfacht in den Griff bekommen. Und wenn man dann einmal in diesem Gedankengang drin ist, dann exerziert man alle möglichen Varianten durch. Und irgendwann kommt man zu einem Teil, wo man sagt, okay, wenn man das jetzt noch mit dem kombiniert und so weiter und so fort, dann passt das. Denn ich muss sagen, ich habe auch einen Entwurf gehabt, der war viel größer, noch schöner, noch komfortabler. Da bin ich mir aber sicher, der ist dann so schwer, den kann kein Mensch mehr ziehen. Den möchte auch niemand mehr vor der Haustür stehen haben. Es nützt ja nichts, wenn da ein riesen Wagen vor einem Schaufenster steht, wo die Leute dann sagen, das möchte ich nicht, das nimmt mir das Licht. Das muss also so sein, dass es auch von der Gesellschaft akzeptiert wird. Dass man sagt, okay, das stört nicht, das ist so klein, da könnte auch ein Fahrrad stehen. Das muss ja auch in der Bevölkerung akzeptiert werden. Du hast einen mitgebracht, der ist so klein, der kann auch bei uns im Flur stehen. Genau. Aber der steht ja nicht nur, sondern den gucken wir uns nachher natürlich auch ganz genau an. Denn du hast ja schon erzählt, also was braucht ein Mensch heutzutage? Ein Bett, eine Waschmaschine, ein Fernseher, eine Spüle. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, Platz, wo er Sachen ablegen kann, und das alles ist dir geglückt auf 2 Quadratmetern. Wie das Ganze funktioniert und wie das auch von innen dann aussieht, das schauen wir uns an. Bist du Architekt oder bist du einfach nur so wahnsinnig kreativ? Ich habe mal Innenarchitektur studiert, das ist richtig, und habe mich also eigentlich sehr viel mit Bauen und auch mit so handwerklichen Sachen beschäftigt. Von daher liegt mir das schon, ja. Also es gibt noch 1000 Fragen, die ich habe, die wir aber natürlich auch für Sie klären werden. Vor allem geht es auch darum, wer finanziert das Ganze? Wie kann man dich dabei unterstützen? Und vor allem auch, wie teuer ist so ein Häuschen? Das würde mich natürlich auch interessieren. Fragen über Fragen, die klären wir natürlich auch alle gleich. Nach einer kurzen Unterbrechung. Jetzt können Sie sich freuen. Jetzt wird es auch schwierig, wie ich jetzt auf die heutige Verlosung komme. Denn die hat eigentlich mit dem Thema
oder generell mit der Sendung heute gar nichts zu tun. Aber wir wollen Ihnen, und das ist das, was mit dem leichteren Leben natürlich zu tun hat, immer schöne Dinge ans Herz legen. Und deswegen geht es heute um Ihre ganz persönliche Augendiagnose, geschrieben von Rita Fasel, die bei uns zu Gast war, mit ihrem Ex-Mann Rüdiger Dahlke. Und der Name, der spricht ja schon für sich. Das bedeutet, wenn Sie sagen, ja, so ein lustiges Spielchen, Karten, die mir etwas über mich, meinen Charakter und ja, mein Leben ein bisschen besser analysieren, dann sollten Sie mitmachen heute bei unserer Verlosung. Wie immer wollen wir eine äußerst schwierige Frage von Ihnen beantwortet wissen, nämlich wo ist das mobile Zuhause von Less Home? Nee, was ist das? Ein minimalistischer Handwagen oder ein fliegendes Klassenzimmer? Unter den bekannten Telefonnummern sind wir wie immer zu erreichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil kann es auch teurer werden. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre sollten Sie sein und Sie können alles nochmal nachlesen unter www.astrotv.de. Drücke ich Ihnen mal wieder die Daumen, damit das Paket zu Ihnen nach Hause kommt. Zu uns nach Hause gekommen ist Lydia Erhardt mal wieder. Schön, dass du da bist. Du bist aber schon wieder auf der Abreise, ne? Stimmt, ich fliege nachher um 19 Uhr. Na komm mal, Gott sei Dank ist heute noch mal Montag. Ich bin da, sind wir uns noch mal über den Weg gelaufen. Wochenendschicht dann quasi gehabt. Genau, ja? genau. Aber das finde ich jetzt toll, was du sagst, dass ich wieder zu Hause bin. Das ist tatsächlich mein zweites Zuhause. Ja. AstroTV ist mein zweites Zuhause. Für viele unserer Berater ist es auch tatsächlich so. Auch ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen nach Hause kommen hier ins Studio. Und das ist ja dieses Schöne. Das ist ja auch das Schöne, was uns als Team, was uns als Sender ja schon auch ausmacht. Mhm. Ne? Man kommt gerne hierher, man ist gerne mit den Menschen zusammen, weil man sich auch gut austauscht. Richtig, wir sind alle hier ein Top-Team, muss ich sagen. Und die Energie stimmt. Und deswegen komme ich zum Beispiel gerne hierher. Ob vor oder hinter den Kulissen, das spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Es geht wirklich um ein schönes Miteinander. Richtig. Und jeder, der ja hier arbeitet, ist komplett anders. Also ich meine, du bist vom Typ ja auch komplett anders als viele andere Berater. Genau. Du arbeitest anders und trotzdem sieht man, dass es funktioniert, dass man miteinander gut umgehen kann. Genau. Und das ist das Wichtigste. Und also für mich funktioniert es hervorragend, weil ich gehe davon aus, dass ich die Menschen so lasse, wie sie sind und die mich so lassen, wie ich bin. Und das bedeutet, dass da gar keine Reibungspunkte erst entstehen, sondern so ein tolles Miteinander. Und wenn, kann man es auch ansprechen, finde ich. Auf jeden Fall. Eben, funktioniert ja auch. Genau. Nichts runterschlucken, sondern eben dann über Themen reden. Über Themen redet ihr ja auch immer tagtäglich mit Menschen, die Hilfe suchen. Ganz und genau. Es gibt für jeden aber auch kleine Möglichkeiten, selber sich etwas ins Leben zu ziehen. Und das Ganze aber auch irgendwie auf eine spielerische Art und Weise. Da geht es nämlich um Rituale, was immer so ein bisschen negativ behaftet ist. Aber eigentlich kann so ein Ritual auch was Schönes sein. Richtig. Ne? Oder Zeremonie, je nachdem, wie man es taufen möchte. Ich finde es ganz arg wichtig, denn man sieht es ja schon bei Kindern. Wenn ein Kind ein Ritual bekommt, ein Einschlafritual, schläft das Kind eher durch. Ja, das Kind fühlt sich geborgener. Ein Ritual hat auch immer was mit Geborgenheit zu tun. Und ich glaube, wenn wir unser abendliches Ritual kreieren für uns selbst, ja, dann fühlen wir uns in uns erstmal geborgener und wohler. Mhm. Und viele Menschen berichten ja, dass sie einsam sind. In der heutigen Zeit gibt es ja ganz wenig auch Partnerschaften, die noch funktionieren. Man ist ja entweder ständig auf der Suche oder hat überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, Partnerschaft zu leben. Und umso wichtiger ist es, und wenn es auch nur mit einer Kerze ist, sich abendlich, vor allem in den Wintermonaten, wenn es dunkel ist draußen, so ein kleines Ritual zu zaubern. Und deswegen mache ich zum Beispiel auf Sendung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ich sage es jetzt einfach mit diesem Energiecode, ja, ich bekomme wöchentlich Feedbacks darüber, was sich alles tut. Ja. Allein schon, dass sie abends ihre Kerze entzünden, bewirkt, dass die Menschen sich sicherer fühlen. Die kommen wieder einfacher, wie soll ich sagen, mit den Dingen des Alltags zurecht. Es hat was mit Schwingung zu tun. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, wenn ich positiv an Dinge rangehe, dann ziehe ich vielleicht auch das Positive eher ins Leben, wenn ich eben offen auch bin. Und diese Offenheit, die haben wir manchmal verlernt im Leben. Und deswegen ist es ja ganz schön, wenn man über ein gewisses Ritual, und du sagst, es ist manchmal nur eine Kerze, die man anzündet, die aber zum Abend, zur Gemütlichkeit, zur Stimmung einfach dazugehört. Richtig. Ne? Oder jetzt die Adventszeit. Was ist
das ist ein Ritual. Ja? Und wenn ich an meine, du weißt ja, meine Katzen, meine Heiligtümer. Das ist erstaunlich, was Tiere, was es für ein Tier bedeutet, abendlich immer das gleiche Ritual zu bekommen. Das Tier fühlt sich wohl, das ist gesund. Und ich denke, dass das jetzt nicht nur einfach ist, was wir uns einreden, sondern das ist was unsere Seele nährt. Mhm. Mensch oder Tier ist völlig egal. Naja, man braucht auch so seine Regeln, muss man ja ganz ehrlich sein. Deswegen passt es eigentlich auch so ein bisschen heute zum Thema Obdachlosigkeit. Habe ich vorher schon gedacht, ja. Es geht einfach auch so ein klein wenig darum, dass Menschen oftmals wirklich das Leben entkleidet, dass ihnen eben diese Rituale weggenommen werden, aus welchen Gründen auch immer. Richtig. Und damit ist der Halt verloren gegangen. Richtig. Und deswegen ist es gut, wenn man eben auch auf einem kleinen Plätzchen etwas bekommt, wieder was zurückgewinnen kann, was einem wieder diese Sicherheit gibt. Ganz genau. Und in der Bibel steht ja schon, Raum ist in der kleinsten Hütte. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, wie man diesen Raum betrachtet, mit welchem Gefühl man es betrachtet. Hat wieder was mit Energien, mit den Liebesenergien zu tun. Ist hier ein kleines Missgeschick heute eigentlich passiert mit der Bluse oder sieht das jetzt gerade nur so aus? Es sah so aus, als hättest du hier so einen riesen Kaffeefleck. Stimmt, hab ich. Aber ich weiß nicht, wo der herkommt. Ist dir noch gar nicht aufgefallen? Nein, ne? Gott sei Dank. Schlucksauge, Frau Pflege. Gott, ich hätte es nicht ansprechen sollen. Was meinst du? Ich habe jetzt nachher noch eine Stunde. Nein, aber ich dachte, jetzt kommt eine irrsinnig lustige Geschichte, die uns der Herr hat erzählt, dass sie auf dem Gang mit irgendjemandem zusammengestoßen ist und die Misere des Kaffees. Nee, lustiger ist ja, dass Lydia selber gar nicht weiß, warum ihre Bluse so aussieht. Ich habe zwar hier immer ein Thema mit Kaffee, aber... Aber das Schöne ist, das versendet sich, das sieht man eigentlich kaum. Weißt du, früher, ich komme ja aus dem Bavaria Filmtour-Gelände, da bin ich ja groß geworden in irgendeinem einer Form. Und früher hat man in diesen Kulissen die Gardinen auch nie weiß hängen gehabt, sondern immer eben so ein bisschen kaffeefarben, dann kommen sie weiß im Fernsehen rüber. Okay. Das versendet sich. Also, sieht weiß aus. Können wir uns jetzt darauf einigen, ich habe heute eine Vintage-Bluse an. Sehr gut. Weil ich muss ja nachher irgendwie die 15-Uhr-Sendung überstehen. Das schaffst du schon. Ansonsten nimm die Blumen mit, halt sie dir davor. Lydia, 15 Uhr hast du gerade angesprochen, bist du wieder zu sehen. Und zwar auch hier mit, wie du es gerade gesagt hast, mit den Energien, mit dem Energiecode, den du weitergeben wirst. Also das hast du heute für deine letzte Stunde nochmal in Vorbereitung. Genau, ich habe natürlich, möchte so ein symbolisches Kerzenmeer zaubern, dass ich ganz viele Codes also austeilen darf, jetzt für die dunkle Jahreszeit. Die Kugel ist ja immer bei mir, auch zu Hause. Und diese Kugel enthält Tachyonenenergie. Nikola Tesla hat diese Energie entdeckt. Die ist schneller als das Licht. Und das heißt, die Kugel hat eine Raumabstrahlung von 18 Quadratmeter. Und die Energie ist einfach spürbar. Und die Energie verschickst du zu deinen Anrufern heute ab 15 Uhr auch wieder. Wie immer. Wie immer, genau. Und sie können mit dabei sein. Schön, dass du da gewesen bist. Eine gute Sehr Heimreise gerne. Auf jeden Fall. Und Sie wissen ja, dass es zwischen 14 und 15 Uhr auch eine Möglichkeit gibt, mit unseren Questico-Beratern zu reden. Denn wir haben ja eine, ich nenne sie so gerne Service-Hotline, eine neue Telefonnummer ins Leben gerufen. Denn es gab immer Menschen, die natürlich auch durch Gespräche, vielleicht auch manchmal durch so Kleinigkeiten, eine Frage haben, vielleicht auch ein bisschen Hilfe benötigen. Und deswegen gibt es jetzt auch zwischen 14 und 15 Uhr die Zeit, anonym beraten zu werden, ohne Anmeldung. Das heißt, Sie werden sofort an einen Questico-Berater Ihrer Wahl weiter verbunden. Also wenn Sie denken, es brodelt etwas in mir, das möchte ich ganz gerne beantwortet haben, auch zwischen 14 und 15 Uhr haben Sie die Gelegenheit ohne Anmeldung. Allerdings ab 15 Uhr bei unserer Lydia Erhardt. Und dann geht's wieder nach Hause. Und dann wieder Questico. Und dann wieder über Questico. Questico ab heute Abend und morgen jeden Tag. Du arbeitest hier. Vielen Dank für den Besuch. Ich bin gerne ein Arbeitstier. Ich weiß, du bist ja auch gerne hier. Ist ja auch ein bisschen dein Zuhause. Ich entlasse dich. Danke dir. Genau, es fällt nicht auf. Also ich weiß auch gar nicht, warum es mir überhaupt aufgefallen ist. Jetzt machen wir erstmal ein kurzes Päuschen, beziehungsweise wollen wir Ihnen zeigen, dass wir natürlich beeinflusst werden von da oben. Und da spielt der Mond auch eine ganz große Rolle.
Der Mond im Leben spielt ja eine große Rolle. Das wird uns mit Sicherheit auch die Astrologin Astrid Obersteiner bestätigen können. Astrid, der Mond, also nicht nur am Nachthimmel spielt er eine große Rolle, sondern auch individuell im Horoskop jedes Einzelnen. Denn man muss ja wirklich sagen, beim Horoskop geht es ja, beim Horoskop erstellen, nicht nur um mein Sternzeichen, sondern da spielen ja so unglaublich viele Dinge eine Rolle, die ja ein Horoskop so individuell machen. So wie wir auch sind, wir Menschen. Wir sind so individuell, wir sind so vielschichtig. Und oftmals durch die Routine des Alltags leben wir eigentlich nur immer eine Wesenseinheit. Oder wir leben eine Überzeugung. Diese Überzeugung generiert sich aus den Unterbewussten. Und irgendwie denken wir, ach ja, so bin ich halt. Ja? Und dabei weiß man aber, dass man da ganz viel ist. Und der Mond repräsentiert in der Astrologie das innere Kind, mein Empfinden. Und wenn ich mondlastig bin und sich der Mond im Horoskop aktuell zeigt, dann werden wir zurückgeführt an unsere Emotionen und wir denken und empfinden darüber nach, was bedeutet für mich Liebe, was bedeutet für mich Selbstliebe und was bedeutet für mich, wie ich mich selbst annehme. Aber es hat schon auch was damit zu tun, dass es so ein paar Grundfestigkeiten gibt, die einzelne Sternzeichen miteinander verbinden, oder? Mhm. Also Wolfgang zum Beispiel ist vom Sternzeichen ja auch ein Stier. Ich bin ja auch ein Stier. Also müssen wir quasi schon auch stierähnliches Potenzial in uns tragen, obwohl wir komplett unterschiedlich sein können. Richtig, richtig. Also wir müssen da sehr viele Faktoren berücksichtigen. Ein Tierkreiszeichen, ein Sternzeichen ist die Fülle von vielen, vielen Möglichkeiten. Man gibt so Schlagwörter, Stier ist stabil, ist stur, zählt auf sein Wort, setzt sehr stark auf Tradition, auf Werte und auf dem Stier kannst du zählen. So, das ist das, was es ist und mit dem Stier kommen alle gut klar. So. Können wir nur bestätigen, oder? Jetzt gibt es noch den Aszendenten. Und das ist das Zeichen, das am östlichen Himmel zum Zeitpunkt meiner Geburt aufgegangen ist. Und der Aszendent ist nichts anderes als mein Talent, was mich ausmacht. Und in diese Zeitqualität, die man hineingeboren wurde, zum Zeitpunkt der Minute, ja, der Stunde, gibt Aufschluss darüber, woher du kommst und wohin du mit deinem Talent gehen kannst. Also der Formelsatz heißt: Ich bin mein Aszendent, handle aber nach meinem Sternzeichen, Stier. Ich bin Aszendent Zwilling, also bin ich sehr beweglich, bin sehr neugierig, bin sehr sprachbegabt. Ich handle aber nach Stiermanier und ich trage meine Sprache, die ich habe, sehr ehrlich und sehr direkt und klar in die Welt. Genau, also Aszendent ist dann auch schon wieder eine Komponente, auf die man achten muss. Dann gibt es aber ja noch viel, viel mehr. Dann gibt es den Mond, über den wir vorhin gesprochen haben, die Venus. Dann gibt es irgendwelche Trigone im Sextil zu Neptun, im Quadrat zu Uranus oder sonst irgendetwas. Also es ist ja ein sehr, sehr komplexes Bild, was euch Astrologen dann von einer Persönlichkeit wirklich auch zusammengefasst wird. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, kann ich etwas daran ändern, weil man ja immer das Gefühl hat, ein Horoskop ist ein geschriebenes Buch und so bin ich halt nun mal. Genau, und das ist immer, so bin ich nun mal. Und dieses Bewusstmachen, ich lebe aus meinen alten Überzeugungen heraus, weil ich so erzogen wurde, ich lebe aus diesen alten Überzeugungen heraus, geht zu auf Lasten meiner Individualität, meiner Kreativität. Und wie ich von Wolfgang vorhin gehört habe, er sagt, ich sehe ein Problem und denke, wo ist die Lösung? Das ist der richtige Ansatz. So sieht es in der Astrologie der Pluto. Der Pluto zeigt dir auf im Horoskop, hey, da hast du ein Problem. Ja? Und in den Pluto verschieben wir alles rein, was wir nicht leben wollen, wo wir ein Problem haben. Schieben wir einfach in Pluto rein, machen die Schublade zu. Und es gibt dann Zeiten im Leben, da meldet sich der Pluto und sagt, du, die Schublade ist voll, jetzt machen wir mal auf. Und schon überflutet ein ja, von dem ganzen verdrängten Leben. Und dann müssen wir uns überlegen, wo ist die Lösung? Also, was ist die Lösung? Wie kriege ich das Dunkle ins Helle transportiert?
Wenn du jetzt in ein persönliches Horoskop blickst, dann wirst du ja, egal ob du das jetzt 2001 gemacht hast, ob du es 2010 gemacht hast, 2019 oder 2025, immer das gleiche Horoskop von einer Person bekommen. Mhm. Und trotzdem wirst du es wahrscheinlich von Jahr zu Jahr anders deuten. Oder deutet man auch das Horoskop immer gleich, weil ich mich doch auch entwickle. Also von 2001 bis jetzt 2019 habe ich mit Sicherheit auch einen Entwicklungsschub gemacht, wie viele andere auch. Richtig. Wir sind im Leben, also ich bleibe in der Bildersprache. Ja, wir sind mit dem Geburtshoroskop auf die Welt gekommen und als Kind sind wir so individuell und dann verstellen wir uns und verziehen uns und sind nicht mehr das, was wir wirklich sind. Und du kannst sagen, dass du das Grundhoroskop, die Gradix, deine Wurzel, deine Lebenswurzel immer gleich deutest. Aber die Verzogenheit im Leben wird immer mehr. Also du entwickelst dich unter Umständen nicht in deine Richtung. Der Saturn gibt uns den Lebensweg vor. Und viele fürchten den Saturn, weil der reguliert dich immer. Wenn du dich verirrt hast in den dunklen Dschungel des Lebens, dann kommt der Saturn und sagt, pass auf, das ist nicht dein Weg. Ich muss dich jetzt wirklich zur Ressort führen und ich werde dir jetzt knallhart durch einen schicksalshaften Umstand zeigen, wo dein Weg ist. Ich meine es gut, weil ich bin die Liebe. Ich bin streng und liebevoll. Ich bin so streng, weil ich dich liebe, damit du deinen Weg weitergehen kannst, damit du irgendwann einmal in dein Leben sagen kannst, ja, ich habe mein Leben und mein Ziel erreicht. Also es gibt Saturn, das ist der Lebensgesetzmeister und Pluto ist der Henker, der verändert alles. Also kann es schon auch so sein, dass man in ein Horoskop eines, ich sag jetzt mal, jüngeren Menschen blickt und der sich erstmal überhaupt nicht darin wieder sieht, weil er sich denkt... Er sieht immer wieder. Ich bin das eigentlich gar nicht, weil er sich erst mit 30 zu dieser Person entwickelt, weil es geht ja darum, dass man eben auch seine Persönlichkeit über das Horoskop finden und entwickeln kann. Aber manchmal hat man vielleicht irgendwas in sich, was aber eben mit 18 noch nicht zum Vorschein kommt, Korrekt. Was halt dann erst mit 40, 45 das zum weiß Vorschein der Astrologe kommt. Und du hast ja eine ganz andere Sprache, wenn du jemand vor dir sitzen hast, der 20 ist, als jemand, der 80 ist. Und der astrologische Tierkreis, also du endest mit dem 84. Lebensjahr, erst dann bist du rund, erst dann hast du das erfüllt und dann kannst du sagen, wunderbar, das Leben hat mich geprüft. Also du weißt, in welcher Schicht, in welcher Ebene jemand lebt. Das siehst du, kannst du errechnen im Horoskop. Also du musst da immer unterscheiden. Ja? Aber das ist das geht nicht von mir aus und von meinem Gutwollen, sondern das sind ganz klare Bilder und Vorgaben. Ist ja auch in irgendeiner Form eine richtige Wissenschaft, die Astrologie. Und es ist etwas, was wirklich das Leben beeinflussen kann, wie man es schaffen kann mit der Astrologie, mit Hilfe der Astrologie auch tatsächlich zu seinem ganz persönlichen Erfolg zu kommen. Darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Und dass du eine Astrologin bist, die den Menschen eben auch diese Erfolgssterne ganz gerne nach oben Sehr bringen gerne. Möchte. Astrid Obersteiner, gleich geht's weiter mit ihr. Jetzt geht's erstmal weiter mit einigen unserer Questico-Beratern, glaube ich, oder? Ja. Die sich bei Ihnen vorstellen wollen. Die können Sie ja auch übrigens über unsere 0900er Telefonnummer erreichen. Das nur noch mal so nebenbei erwähnt. Ich brauche keinen Namen, ich brauche kein Geburtsdatum, ich brauche keine Angaben. Und dann lege ich die Karten aus und sage, ja, hier ist das Thema. Es war immer schon meine Leidenschaft, Sprache und Kommunikation. Und das habe ich auch studiert. Einfach, weil ich Spaß dran habe, mit Menschen zu arbeiten und weil es mir Freude bereitet. Ich hatte immer schon die Gabe mit Tieren. Und die Tiere vermitteln ja nicht, indem sie reden, sondern über Mimik und Gestik und auch über die Seele. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt.
Also jeder Trekking-Liebhaber wird das hier auch schon lieben, weil da ist manchmal mehr Platz als in einem Zelt drinnen. Und das Ganze alles auf 2 Quadratmetern. Less Home, das ist das Projekt, das Wolfgang Görgens ins Leben gerufen hat, beziehungsweise ins Leben rufen will. Denn du stehst noch am Anfang. Bisher gibt es noch nicht so viele von diesen obdachlosen Handwagen, sondern es sind ja wirklich auch Heimarbeit oder Handwerk. Ja. Du fertigst jeden einzeln selber an, um auf die Bedürfnisse wirklich der Menschen zuzugehen. Also das ist jetzt sozusagen der Prototyp, an dem wir testen wollten, ob das alles funktioniert. Da ist ja auch viel Technik drin. Es hat eine eigene Stromversorgung, es gibt eine Solaranlage, es hat eine eigene Wasserversorgung. Aber wir haben festgestellt, auf der Größe, es funktioniert. Man kann nicht aufrecht drin stehen. Man muss also wirklich alles mit einem Rollhocker hier bedienen. Wenn man hier also in der Küche arbeitet oder sich die Zähne putzt oder rasiert oder sonst etwas, macht man das auf einem Rollhocker. Aber von der Ergonomie des Menschen funktioniert das alles. Das Ganze hat mehrere Schichten. Man sieht jetzt, das Bett ist aufgeklappt. Man kann diesen weiteren Boden ebenfalls hochklappen. Dann ist das ganze Bett frei. Und unter diesem Bett ist auch noch mal ein großer Kleiderschrank und ein Stauraum für Materialien, ich weiß nicht, Kerzen und so weiter. Da jetzt hier was. Genau, was auch dazu dient, dass das Fahrzeug auch von unten isoliert ist. Das Ganze ist ohnehin so gut isoliert, es ist eine Kaltschaummatratze drin, so gut isoliert, dass man das ganze Häuschen mit einer Kerze heizen kann. Also 2 Kerzen reichen aus, um bei einer starken Außentemperatur, sagen wir mal von 0 Grad, das Ganze ungefähr 20 Grad höher zu heizen als Außentemperatur. Rauchmelder ist auch enthalten. Du hast wirklich an alles irgendwo gedacht. Es gibt für die Sicherheit gibt's eine ganze Menge. Erstens gibt es unkaputtbare Reifen, dass niemand ihm die Reifen zerstechen kann. Er hat ja kein Werkzeug dabei, um zu reparieren. Ja, und Vandalismus ist einfach Vandalismus, wirklich eine schreckliche Geschichte. Und gerade wenn es um Obdachlose geht, die so oft angegriffen werden, denen man das Leben noch schwerer machen Er hat ein gutes Schloss, er kann sich also sozusagen einsperren. Er hat einen Rauchmelder drin, er hat ein Feuerlöcher drin, er hat ein Signalhorn drin, um auf sich aufmerksam zu machen, dass etwas nicht stimmt. Und er hat hier vorne eine Blinkleuchte. Also wenn er wirklich in Not ist, kann er auch die Außenwelt sozusagen auf sich aufmerksam machen. Ich habe einen medizinischen Notfall oder so etwas. Ich dachte am Anfang, das wäre wegen Verkehrsgeschichten oder sonst etwas. Das gibt es auch. Es gibt natürlich Beleuchtung für den Verkehr. Weiße Lampe nach vorne, rote nach hinten. Katzenaugen, dass es also auch verkehrstauglich ist. Er hat auch einen Briefkasten. Man kann ihm also auch Post zustellen. Hast du vorhin schon mal angesprochen. Genau. Mhm. Und hier sieht man zum Beispiel die Wunschzettel. Da kann er also selber Dinge ankreuzen, die er dringend benötigt, um sein Häuschen zu betreiben. Zum Beispiel, er bräuchte frisches Trinkwasser. Da kann er die Leute darauf aufmerksam machen, ich bräuchte Wasser. Es gibt im hinteren Bereich des Less Home eine Sachspendenklappe. Da kann also jemand, der vorbeigenommen diesen Zettel und sieht, aha, der braucht ein paar Kerzen zum Heizen oder er braucht einen neuen Wasserkanister, das sieht auf dem Zettel, kann ihm das dann hinten in diese Klappe reinlegen. Okay. Und das ist auch ein Konzept des Less Home. Ich persönlich würde auch nicht an eine Parkbank gehen, wo jemand schläft an einer Matratze und den wachrütteln und sagen, brauchst du irgendetwas? Da ist eine gewisse Hemmschwelle da. Ich möchte aber, dass die Leute so etwas wie Nachbarschaft empfinden und sagen, mein Gott, der wohnt da, der hat fast alles, was er zum Leben braucht, aber ab und zu braucht er Unterstützung mit ein paar Kerzen, mit ein bisschen Wasser oder so weiter. Dann kann ich da mal klopfen und sagen, du, ich bringe einen neuen Wasserkanister. Ja. Dass die auch wieder ins Gespräch kommen mit der Gesellschaft. Das finde ich eine großartige Idee. Eine Freundin von mir hat in Berlin, du wirst vielleicht davon schon gehört haben, den Berliner Gartenzaun ins Leben gerufen. Auch das ist ja so eine Organisation, die sich sonntags eben treffen, um den Obdachlosen eben Dinge zu bringen, an die man manchmal gar nicht denkt. Da geht es jetzt im Winter natürlich um warme Garderobe, da geht es mal um Schlafsäcke, da geht es aber auch um Hygieneartikel. Man denkt darüber gar nicht nach. Man denkt immer, die sind mit Geld irgendwie, können sie irgendwie alles erreichen. Nein, es sind die anderen Dinge, die eben ganz oft ganz, ganz wichtig sind. Wasser, woher kriegen Sie Wasser? Weil ich meine, es ist ja schön und gut, dass da ein Waschbecken drinnen ist, aber... Das funktioniert auch. Es gibt also eine Wasserversorgung, es gibt einen Abwassertank, es gibt eine Waschmaschine da drin, es gibt sogar eine Badewanne da drin. Hinten sehen Sie diese blaue Badewanne, die wird zusammengeklappt, die kann er in dem Wägelchen aufstellen und kann da drin auch baden. Er hat eine Waschmaschine, er hat einen Kühlschrank, er hat einen Safe, er hat einen Fernseher, er hat eine Toilette, er hat eine kleine Bordapotheke, er hat eine Kochgelegenheit, eine kleine Kaffeemaschine, ein Handy und... auch ganz wichtig, ich habe ihm eine Lesebrille reingelegt, ich habe ihm etwas zu schreiben reingelegt, ein paar Briefmarken reingelegt, dass er mal auch mal einen Brief schreiben kann oder so etwas. Also die notwendigsten Dinge, die für uns eigentlich vollkommen selbstverständlich sind, die aber einem Obdachlosen erst die Chance eröffnen, wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Mhm. Wie soll er das sonst organisieren? Mhm. Wie bist du selber eben auf diese kreative Idee gekommen, aus 2 Quadratmetern wirklich ein richtiges Zuhause zu machen? Denn du hast zwar gesagt, du hast Architektur, Innenarchitektur am Anfang studiert, nie zu Ende gebracht. Also wie oft hast du verzweifelt oder bist verzweifelt an den Ideen, die aber dann doch nicht umsetzbar waren?
Ach, das, also meistens sind es Dinge gewesen, wo ich übers Ziel hinausgeschossen bin, wo ich gesagt habe, das wäre natürlich optimal, wenn man das macht, das macht, das macht. Aber dann wird es entweder zu teuer oder zu groß oder unpraktikabel. Dann halten es die Räder nicht mehr, dann wird zu viel Material verbraucht. Dann ist es auch nicht mehr akzeptabel, wenn es, man muss ja sich vorstellen, der geht jetzt damit durch die Stadt und es kommt ihm ein Fahrradfahrer entgegen. Der muss ja auch irgendwie ausweichen können und so weiter. Da kann man nicht so einen riesen Teil bauen. Mhm. Ich wollte es aber wenigstens so groß haben, dass die Menschen nicht auf ihn runtergucken. Also es muss schon so sein, dass man gegen dieses Les Hommes schaut und nicht auf irgendwie so eine Box runterguckt und da liegt unten irgendwie ein armer Obdachloser drin. Das wollte ich auf keinen Fall. Also es ist minimalistisch, aber es ist so, dass es funktioniert. Kosten. Was sind es für Kosten, die auf, auf so ein Homeless Home zukommen? Wir haben es jetzt so optimalisiert, sage ich jetzt mal, dass die Herstellungskosten bei 2.000 Euro liegen plus Mehrwertsteuer. Und zurzeit bräuchte ich 200 Arbeitsstunden, ein solches Teil herzustellen. Der Plan ist aber, das weiter noch zu verbessern. Wie gesagt, das ist der Prototyp. Die nächsten Exemplare, die ich gerne noch vor Weihnachten bauen möchte, die werden also noch einfacher hergestellt im Produktionsprozess und werden wahrscheinlich vielleicht 50 Stunden Arbeitszeit benötigen, um ein solches Teil herzustellen. Das heißt, du musst noch ein bisschen um Unterstützung bitten bei den Menschen. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine ganz gute Finanzierungsidee. Ja. Und zwar ist natürlich viel Fläche auch an diesen, ich sag jetzt mal, der Container ist es ja nicht, es ist ein Zuhause, an diesen Zuhause. Genau. Und die kann man natürlich auch sehr gut nutzen. Genau, also das Ganze soll im Prinzip fürs Material und so weiter über Werbung finanziert werden, muss ich mal vorstellen. Das ist ja eine riesen Werbefläche, die in den besten Gegenden sozusagen zu finden ist. Die Obdachlosen wohnen ja nicht irgendwie draußen auf dem Land, sondern meistens sind sie in der Stadt, direkt in der Innenstadt zu sehen. Das ist also eine Werbefläche, die wirklich da ist, wo die Leute sich auch aufhalten. Und, die Stadt wandert. Man muss sich das mal vorstellen, also wenn Sie jetzt sozusagen 2.000 Euro für ein solches Les Home geben, dann ist das ganze Teil bezahlt und könnte 5 Jahre lang Ihre Werbung durch die Stadt transportieren. Das ist eigentlich aus dem werbetechnischen Sinn ein Klacks. Da würde normale Werbung draußen viel mehr kosten. Ja, und ich glaube, damit kannst du natürlich auch wirklich die großen Kunden ansprechen, die auf der einen Seite, ja, und das ist ja in unserer Welt auch so, Gutes tun und natürlich auch... Genau. zeigen wollen, dass sie Gutes tun. Mit Außenwerbung, aber man tut halt wirklich auch Gutes. Ja, es soll eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein. Und im Prinzip ist es das nicht nur für den Werbetreibenden, auch für den Obdachlosen und auch für die Umgebung. Möchten Sie vor der Haustür... Wir waren doch beim Du, Wolfgang. Ja, möchtest du vor der Haustür ein Matratzenlager haben, wo ein paar Leute drauf liegen bei minus 5 Grad unter irgendwelchen Decken? Das möchte doch kein Mensch. Hast du Umfragen gemacht bei den Obdachlosen? Nein. Weil ich kenne viele und ich habe auch schon in meinem Leben viele Obdachlose kennengelernt, die eigentlich behaupten, sie sind glücklich. Sie brauchen eigentlich auch... sie würden sich eher eingeschränkt fühlen, sobald sie... selbst in eine große Wohnung ziehen und dann hier auf 2 Quadratmeter? Das mag es alles geben. Man hat nicht immer eine Lösung für alle, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, bei minus 10 Grad draußen im Winter wünscht sich jeder irgendwie ein vernünftiges Dach über den Kopf. Also ich glaube, es wird genügend geben, die das der Brücke oder dem Tunnel, wo sie sonst übernachten, bestimmt vorziehen. Ich freue mich sehr über die Idee und ich denke, das ist vor allem auch für obdachlose Frauen wirklich etwas, wo man sagen kann, bitter vonnöten, denn die haben es wirklich noch ein bisschen härter als die Männer und haben hier wirklich dann ihren Rückzugsort und können auch die Tür zumachen, ohne dass sie immer Angst haben müssen, dass irgendwie, ja doch, der ein oder andere übergriffig wird. Wir gucken gleich auf eine weitere Seite und zwar geht es da um die Seite, dass Sie natürlich den Wolfgang auch unterstützen können und zwar... es ist keine Spende, sondern es ist wirklich eine Unterstützung über Startnext. Das heißt, unsere Zuschauer haben schon des Öfteren eben davon gehört, dass man junge Unternehmer ein bisschen mit kleinen Geldspenden bzw. Geldbeiträgen helfen kann, Großes zu erreichen. Du bist noch ganz am Anfang, 40 Tage läuft hier die Startnext-Geschichte noch. Darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Jetzt erstmal ein kurzes Päuschen, dann geht es nochmal weiter mit der Astrologie und mit Astrid Obersteiner. Der Hexenkalender für 2020 ist da. Im A5-Format mit mehr als 350 Anleitungen führt Stefanie Gralewski sie bereits zum 6. Mal durch ein Jahr voller Magie, Lebensfreude und vieler neuer Möglichkeiten. Entdecken Sie Rituale zu den Themen Liebe, Finanzen, Harmonie und viele weitere mehr. Bestellen Sie jetzt Stefanie Gralewskis Hexenkalender unter Telefonnummer 030 9561 9248.
Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Es geht weiter mit der Astrologie und Astrid Obersteiner will uns heute mal wieder erklären, dass man Menschen wirklich auch über ein paar merkwürdige Zeichen in einem Kreis wirklich Persönlichkeiten feststellen kann. Und jeder ist natürlich auch anders. Also ich denke mal, dass auch so ein Horoskop von Wolfgang ein ganz, ganz spannendes Horoskop sein kann, aber man wahrscheinlich schon den Erfindergeist darin sieht, man wahrscheinlich schon auch erkennen kann, dass es ein Mensch ist, der ständig in Bewegung ist und der meiner Meinung nach wahrscheinlich, weil sie auch ohne Astrologie eine schön soziale Ader hat. Ja, und all das, was wir sind und das, was wir leben, und mit der Astrologie gesprochen, kommt ja woher? Das heißt, es ist sehr stark die Deutung auch des Pränatalen, aus welcher Umgebung kommen und welche Erfahrungen habe ich gemacht, als ich noch ganz klein war, was sich so in mein Unterbewusstes hineingebettet hat und was ich nie vergessen habe. Und irgendwann einmal im Leben entwickelt sich etwas und es kommt von Unterbewussten ins Bewusste und dann sehe ich in der Synchronizität der Zeit, des Lebens, da ist was, da ist Bedarf und ich habe die Botschaft dafür. Also die Astrologie verbindet die Vergangenheit, die Gegenwart mit der Zukunft. Es ist ganz und wichtig, auch mal in die Vergangenheit zu blicken, um wirklich dann auch mal zu sehen, welche Talente man vielleicht im Verborgenen noch hat, die man nicht ausgelebt hat und deswegen ist es auch immer ein guter Rat, eigentlich in das Horoskop von einem Kind zu gucken, ein Kinderhoroskop zu machen, um wirklich da auch mal zu sehen, dass vielleicht die verborgenen Talente selbst von den Eltern nicht erkannt werden. Ja, Kinder sind ja Gott sei Dank, sie leben ja aus ihrem ganz ureigenen, noch nicht vom Intellekt gesteuerten Urinstinkt heraus. Und da gibt es ja viele Schulformen, die das fördern. Der Astrologe macht eines, er bestimmt die Zeitqualität. Der kann sagen, du pass auf, mit dem 21. Lebensjahr hast du eine große Lebensprüfung. Da wird all das, ja, was du so auf den Weg gebracht hast, wird nochmal korrigiert. Beim einen schicksalsvoll, beim anderen ist es, es kann sehr viel sein. Die Erklärung zu finden, warum etwas so ist, wie es ist, das ist die Aufgabe der Astrologie. Die Astrologie ist jetzt keine Wissenschaft, die sagt, ja, du wirst einmal in der Prognose dies und jenes sein. Das glaube ich, und das spreche ich jetzt nur für mich als Astrologin, das ist nicht unser Job. Das, was wir machen, wir sind befähigt, diese Zeichen zu lesen. Das ist wie eine Sprache, wie eine Bildsprache. Wir haben das studiert und wir können es lesen, wir können es ausrechnen, wann du eine Schicksalsprüfung hast, wann du einen guten Jupiter hast, der im Grunde genommen alles fügt in deinem Leben, was du dem Leben gegeben hast. Also ist es wichtig, dass ich eigentlich einige Sachen mit Hilfe eines Astrologen, einer Astrologin erstmal anplane, um zu sagen, in dem Jahr sollte ich vielleicht die Vorbereitung treffen, die Umsetzung ist aber vielleicht erst nächstes Jahr oder drei Monate später effektiv, weil das kann man in irgendeiner Form voraussagen. So ist es. Also wenn du die Gegenwart, die Vergangenheit bestimmen kannst, dann kannst du das auch in die Zukunft schwingen und da werden die Stationen eben preisgegeben. Und das ist genau der Satz, so werde ich glücklich. Weil nur durch mein Tun und nur durch das, was ich aus dem Nicht-Guten aus meinem Leben bringe oder wandle zum Guten, das macht mich glücklich. Es macht mich nicht das Geld glücklich, es macht mich das glücklich, dass ich alte, eingefahrene Glaubenssätze vergesse, dass ich die umwandle. Es gibt so Glaubenssätze,
ich werde mein Leben lang arm bleiben, weil wenn ich arm bin, dann werde ich nicht verlassen. Das sind Glaubenssätze, ja? Die muss man durch das Gespräch, die kann man im Miteinander, kann man das erörtern, und da ist die Astrologie ein ganz, ganz großer Helfer. Und es geht natürlich auch um vielleicht die ein oder andere Warnung, denn nicht immer im Leben läuft ja alles reibungslos. Wenn ich aber darauf vorbereitet bin, dass vielleicht 2020 in 3 Monaten oder so eine etwas härtere Zeit kommt, dass ich mich da vielleicht beruflich neu orientieren muss oder sonst irgendeine kleine, vielleicht nicht gerade so Gradlinigkeit zu sehen ist, dann weiß ich das und kann vielleicht schon vorher ein bisschen was abwenden. Das sollten wir alle tun. 2020 wird ein ganz starkes Jahr mit einer Saturn-Pluto-Jupiter-Konjunktion. Und das ist, da wird sich wirklich das zeigen, du wirst dein Leben prüfen müssen, du wirst das, was du verdrängt hast, wirst du vielleicht auch ein bisschen korrigieren müssen. Und der Jupiter bringt dann sozusagen uns mit einem guten Rückenwind rein in das Neue. Wir werden das weltpolitisch sehen, überhaupt im Januar, ja, so Ende Dezember, Januar sind ganz große Umbrüche, die wir historisch ja auch nachrecherchieren können. Also vor 20 Jahren, vor 80 Jahren, genau. Solange der Jupiter noch eine Rolle spielt, bin ich ja immer ganz zufrieden. Immer. Der Jupiter bedeutet Glück, und Glück brauchen wir alle in irgendeiner Form, genau. Natürlich auch im Leben. Das heißt, es gibt kein richtiges Alter, um sich ein individuelles Horoskop erstellen zu lassen. Es gibt auch keine richtige Zeit, sondern es ist das Buch des eigenen Lebens, und wenn man halt ein bisschen vorbereitet ist, dann macht es ja auch Spaß, genau, Darin mal zu blättern. Ne? Richtig, so ist es. Und das ist eine große Freude. Das Geburtshoroskop ist ja deine Wurzel, und das ist deine Lebenskarte. Und nach dieser Lebenskarte, das siehst du immer, da stehst du an diesem Punkt, und wie geht's denn weiter? Und der Astrologe erklärt dir dann den Weg mit verschiedenen Stationen, was vor dir steht. Und dann kann man sich ganz locker darauf einstellen, und dann wird man so viel in sich entwickeln und entdecken. Und es ist nicht eine Frage des Materiellen, vielleicht das auch, aber es ist vielmehr auch die Frage des, wie kann ich aus meinen Talenten wirklich noch mehr machen, um dann das zu leben, was ich wirklich bin. Immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Du bleibst auch immer ein bisschen in Bewegung, meine liebe Astrid. Das heißt, bist ja auch so ein klein wenig der Hans Dampf in allen Gassen. Man muss ja sagen, wir kennen uns, glaube ich, jetzt auch schon 20 Jahre oder so, wenn es hinkommt. Und in diesen 20 Jahren hat sich auch eine tiefe Freundschaft entwickelt. Ja. Aber nicht nur das, sondern du bist jemand, die immer mal wieder mit neuen Sachen kommt. Freitag wirst du wieder neue Sachen mitbringen, denn auch als Designerin, als jemand, der auch kleine Talismänner, schöne Dinge den Menschen nach Hause bringt, bist du mittlerweile ja auch bei AstroTV angekommen mit dem Astrid Obersteiner Shop. Heute Morgen Freitag ist der nächste, zwischen 11 und 13 Uhr bringst du wieder schöne, außergewöhnliche Schmuckstücke mit. Ja. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du da bist. Heute geht's zurück in die Heimat, und Freitag 11 Uhr bis 13 Uhr ist sie wieder in the house, unsere Astrid Obersteiner. Und Sie können sie natürlich ebenfalls über unseren Partner Questico erreichen, wenn Sie sagen, so ein bisschen Astrologie, da habe ich jetzt richtig Lust drauf bekommen, würde mich mal interessieren, die Persönlichkeitsanalyse. Hier sitzt sie, Astrid Obersteiner, und kann Ihnen natürlich auch weiterhelfen. Ansonsten helfen Ihnen, Sie wissen ja, die Telefonnummer dort unten, viele andere Damen und Herren von unserem Partner Questico weiter. So, Verlosung passt irgendwie gar nicht, aber ist eine tolle Sache. Rita Fasel hat es nämlich geschrieben, beziehungsweise dieses Spiel entwickelt gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Rüdiger Dahlke. Und die beiden haben etwas gemacht. Sie haben mal die Augen diagnostiziert. Habe ich richtig ausgesprochen? Hätte ich gedacht, schaffe ich nicht. Habe ich geschafft. Wow. Was die Augen über uns verraten, dieses schöne Kartenspiel, das können Sie heute gewinnen. Allerdings natürlich machen wir es Ihnen wie immer nicht ganz so einfach, sondern Sie müssen auch wieder eine irrsinnig schwierige Frage beantworten. Wir wollen nämlich wissen, was ist eigentlich das mobile Zuhause von Less Home? Ist es A, ein minimalistischer Handwagen, oder B, ein fliegendes Klassenzimmer? Telefonnummern sind bekannt aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es auch ein bisschen teurer werden. 18 Jahre sollten Sie sein. So circa 10 Minuten können Sie noch die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter sprechen. Und wenn Sie es immer noch nicht mitbekommen haben, dann lesen Sie es um Gottes Willen doch noch mal nach unter www.astrotv.de.
geht um einen kleinen, aber feinen mobilen Handwagen, der vielleicht, und ich hoffe das sehr, in der nächsten Zeit in Berlin häufiger zu sehen sein wird. Ich glaube, du stehst da schon vor einer ganz, ganz großen Aufgabe, denn du fertigst sie im Moment noch alleine an. 5 Handwagen bei einer Größenordnung von über 30.000 Obdachlosen in Berlin ist natürlich jetzt erstmal so ein kleines Ding. Aber man muss Dinge mal angehen, ne? Also von nichts kommt auch nichts. Also die Planung ist natürlich schon, dass es deutlich mehr davon geben wird, aber dafür müssen wir das effektiver machen. Da fehlt mir im Moment auch der Platz, also für ein einzelnes Wägelchen zu bauen, reicht meine Garage aus. Wir werden auf jeden Fall irgendeine größere Montagehalle auch brauchen, damit wir zeitgleich auch an mehreren Objekten sozusagen gleichzeitig rumschrauben können. Mhm. Das wird also alles noch viel effektiver werden. Und wir werden auch noch ein paar Varianten davon bauen müssen, weil es gibt ja auch die Variante Obdachlose zu zweit oder Obdachloser mit Hund. Ne, wo bleibt der Hund? Der wird ja nicht draußen dann verbringen, während der Obdachlose in seinem Häuschen sitzt. Also wir werden noch ein paar Varianten dazu nehmen müssen. Mhm. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen Umzugswagen gebaut, denn eins ist auch klar, man muss an all die Dinge denken. Man muss sich das mal vorstellen, wenn der Obdachlose jetzt so sein Häuschen geschenkt bekommt, dann steht er davor mit seinem Einkaufswagen, mit seiner Matratze, mit seinem ganzen Zeugs. Und was macht er dann am ersten Tag? Wenn er das alles einfach in das Wägelchen reinstopft, dann kann er sich daran nicht mehr bewegen. Deswegen haben wir jetzt einen kleinen Umzugswagen gebaut. Der wird also im Prinzip wasserdicht einfach daneben gestellt. Den kann er abschließen, den kann er an das Häuschen dran machen und kann dann seine ganzen Habseligkeiten erstmal da reinpacken und hat dann eine Woche Zeit, in Ruhe seine Sachen zu waschen, einzuräumen. Der wird aber dann wieder weggenommen. Das heißt, ihr wollt ja schon auch für eine Stabilität im Leben wieder sorgen. Das heißt, Menschen, die eben unter irgendwelchen Umständen ja, so in Not geraten sind, dass sie nur noch auf der Straße leben, vielleicht Zuversicht verloren haben, die an sich selber nicht mehr glauben, denen eben wieder eine Aufgabe zu geben und zu sagen, ihr könnt euer Leben wieder selber in die Hand nehmen. Aber dazu gehört natürlich schon auch Eigenverantwortung. Das bedeutet, da gibt es keinen Putzdienst oder sonst irgendwas, die dann dieses kleine Wägelchen, das kleine Haus dann irgendwie säubern. Klar, aber derjenige hat ja Zeit. Also es ist alles da, es ist ein kleiner Handfeger, Schaufel, Eimerchen, es ist alles da, aber er hat ja auch Zeit dazu. Ich finde, es klingt alles so wahnsinnig großartig. Dabei bin ich mir sicher, wird es bestimmt auch den einen oder anderen Kritiker geben, der sagt, das ist doch Irrsinn, das ist doch Blödsinn. Wie will man denn mit so einer Idee wirklich in den Städten ankommen? Das wird nicht funktionieren. Man muss es einfach tun. Ich glaube, dass viele Dinge, die im sozialen Bereich angesiedelt sind, einfach von Privatleuten auch gemacht werden müssen. Das kann nicht immer der Staat übernehmen. Der Staat tut auch einiges, aber er ist bei manchen Dingen auch einfach überfordert, weil einfach die individuellen Schicksale so individuell sind, dass man da eine andere Lösung für braucht. Mhm. Das kann nicht die Lösung für alles sein, aber es ist wenigstens eine Lösung. Und ich meine, wenn wir es schaffen, damit 50 oder 100 Leute von der Straße wieder in ein normales Leben zu bringen und eventuell daraus aus diesem Häuschen irgendwann raus in eine normale Wohnung, dann ist das schon viel gewonnen. Genau, es geht ums Eingliedern, es geht wieder um so eine Normalität, um einen Rhythmus, den man im Leben einfach verloren hat, einen Halt, den man wieder gewinnen kann mit Hilfe von Less Home. Und es gibt eine Kampagne und die findet man auf der einen Seite natürlich über die große Start Next Seite, auf der anderen Seite haben ja viele von Ihnen auch Instagram. Mittlerweile zu Hause. Wenn Sie Instagram haben, schauen Sie mal bei Less Home vorbei. Denn da kommt man dann auf einen Link, und zwar auf eine Start Next Seite, wo man dich unterstützen kann. Im Moment stehst du noch am Anfang. Das heißt, bei 1.227 Euro, da ist noch nicht mal ein neuer Wagen drinnen. Das heißt, da braucht man schon noch ein klein wenig mehr. 40 Tage läuft das Ganze und 10.000 Euro sind im Moment so ein bisschen dein Endziel, weil du einfach ein bisschen mehr Werkzeug benötigt. Genau, es geht gar nicht darum, die nächsten Wägelchen zu finanzieren, sondern es geht darum, einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass die preiswerter und schneller gebaut werden können. Im Moment machen wir das mit einer CNC-Fräse. Das ist schon ganz gut, computergesteuert. Das habe ich alles so programmiert, dass wir die Fensterausschnitte und all diese Dinge machen können. Aber die Bauteile sind einfach zu groß. Die sind teilweise 2 Meter mal 1,50 Meter. Das passt in meine CNC-Fräse nicht rein. Und die 10.000 Euro brauchen wir eigentlich als Startkapital, um die Werkstatt so auszurüsten, dass wir nicht 4 Wochen für den Bau eines solchen Wägelchens brauchen, sondern es möglichst in einer Woche abschließen können. Ja, ja. Und wenn dann mehrere Leute dran bauen, dann kann man wirklich pro Jahr 50 oder 100 von diesen Less Homes bauen. Und das soll eigentlich das Ziel sein. Ist es im Moment auch für dich eine rein ehrenamtliche Geschichte? Du redest von wir, also als würde ja natürlich schon auch ein gewisses Team noch hinter dir stehen. Menschen, die auch an die Sache glauben, die auch irgendwie bewegen wollen. Also den Prototyp habe ich zusammen mit meinem Sohn gebaut.
Ich merke aber jetzt auch schon, dass Leute auf mich zukommen. Man merkt, dass da eine Bereitschaft ist, da zu unterstützen, mit zu helfen. Natürlich ist jeder gerne willkommen, der irgendwie auch seine Manpower mitbringt und sagt, ich bin gerne bereit, die Sachen mit dir zusammenzuschrauben und so weiter. Da wird sich mit Sicherheit einiges entwickeln. Es gibt immer Leute, die Ideen aufgreifen und sagen, finde ich gut, unterstütze ich. Und da hoffen wir drauf. Genauso wie wir mit dieser Werbung da drauf hoffen. Das ist eine sehr preiswerte Werbung. Das kommt gerade für Unternehmen oder für kleine Unternehmen in Frage, die sich normalerweise eine solche Werbung gar nicht leisten könnten, zu sagen, okay, ich unterstütze eine gute Sache damit und komme auch noch sehr günstig an eine preiswerte Werbung, die mitten in der Innenstadt platziert ist. Du hast vorhin gesagt, du hast aber noch gar nicht so richtig mit den Obdachlosen gesprochen, ob das ankommt oder ob die das komisch finden, ob die das überhaupt benötigen. Mhm. Und trotzdem hast du es umgesetzt und trotzdem hast du es mit so viel Liebe umgesetzt. Also woher nimmst du dein Wissen, dass du weißt, was da vonnöten ist? Also auch diesen kleinen Plan, den man draußen dann an sein Häuschen machen kann, was man vielleicht benötigt in der nächsten Zeit. Ich finde immer, die einfachste Methode ist doch im Prinzip, sich selber in die Lage zu versetzen und sagen, wie würde es mir gehen, wenn ich in dieser Situation bin? Was würde mir dann wirklich helfen? Bestimmt habe ich nur an irgendwelche Dinge nicht gedacht, aber man kann sich doch wirklich in die Lage eines Menschen versetzen, der alles verloren hat, der keinen Rückzugsort mehr hat, der keine Sicherheit mehr hat, den man nicht mehr nachvollziehen kann, wo er eigentlich ist, der seine Sachen nicht wegsperren kann. In so eine Situation kann man sich doch reinversetzen. Was will man denn machen, wenn man nicht mal seine Sachen waschen kann? Mhm. Ne? Also das sind eigentlich Notwendigkeiten, die ergeben sich von alleine. Das kann nur so funktionieren, dass man jemandem etwas bietet, was wir von zu Hause aus als selbstverständlich betrachten. Jeder von uns hat eine Küche, ein Bad, ist mobil. Also wir haben das alles zu Hause. Also ich sag Chapeau an der Stelle bei dir, Wolfgang, weil ich finde, du strahlst auch etwas aus. Du strahlst was ganz Besonderes aus und du strahlst etwas aus, was ich glaube, was in deinem Leben vielleicht passiert ist, nämlich dass dir das ein oder andere Gute widerfahren ist und du das ganz gerne weitergeben möchtest, denn du machst für dich einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck und dadurch, dass du dich für so ein soziales Projekt engagierst, denke ich mal, wirst du irgendwas zurückgeben wollen und sie können den Wolfgang unterstützen und da geht es auf der einen Seite natürlich um die Start Next Kampagne, auf der anderen Seite kann man im Internet auch viel über Less Home nochmal in Erfahrung bringen, das heißt, auch wenn sie da noch Fragen haben, wenn wir nicht alles geklärt haben sollten, was ich jetzt nicht glaube, ich denke, wir haben schon alles recht ganz gut angesprochen, dann kriegen Sie da natürlich auch noch Informationen und es gibt, und jetzt gerade, wo es in die dunkle Jahreszeit geht, wo es in die kalte Jahreszeit geht, wo es auf Weihnachten zugeht, gibt es eben auch wieder, wenn man nicht weiß, wohin mit seinen Spendengeldern, ein Spendenkonto und auch da kann man dich unterstützen. Selbstverständlich. Also, da ist noch einiges in Planung und wir werden es beobachten, weil du hast ja gesagt, es ist der Prototyp, es ist jetzt erstmal der erste Wagen, der es vielleicht irgendwann mal schafft auf die Straßen Berlins und dann vielleicht nicht mal nur Berlin. Ich denke, es ist eine eigentlich weltweite Geschichte, die überall vonnöten ist. Ne? Ich habe sogar schon eine Anfrage aus Arabien bekommen. Du hast einiges zu tun, wirklich. Ja, also einiges zu tun. Ich kann dich auch nicht mehr länger aufhalten, sondern ab, das Schrauben. Nächste Wägelchen wieder zusammenschrauben. Vielen Dank, also dass du uns davon berichtet hast, weil ich finde, es ist eine tolle Organisation, eine tolle Sache, die man einfach wirklich auch unterstützen sollte und mal wieder an die anderen denken. Finde ich gut. Astrid, komm doch rüber zu uns. Du warst ja auch ganz begeistert davon. Du bist doch verkabelt, du kleiner Chaot. Die Frau Obersteiner, 20 Jahre Fernsehen, aber das ist ja verrückt, oder? Spruch des Tages, da gucken wir auch noch mal drauf. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Absolut, das stimmt. Was machst du da? Soll ich mich da herstellen oder wo? Wie stehst du da? Komm, setz dich hin. Setz dich hin. Das war's für heute. Einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Morgen geht's auch wieder heimelig zu. Ich glaube, es geht um Tapeten. Aber Tapeten der etwas anderen Art. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Astrid. Danke. Vielen Dank an Sie. Bis morgen. Tschüss und Servus. Und jetzt die Lydia Erhardt. Viel Spaß. Adios.